Türkgücü München versus Magdeburg im Stream im TV. Türkgücü München empfängt am 24. Spieltag 1. FC Magdeburg. Das Spiel Türkgücü München gegen 1. FC Magdeburg am 24. Spieltag der Saison verspricht den Fans in der dritten Liga Hochspannung pur. Welche der beiden Mannschaften hat die besseren Siegchancen? Außerdem, alle Infos zur TV-Übertragung und dem Livestream. Heimverteidiger Türkgücü München tritt in der dritten Liga am 24. Spieltag gegen den Herausforderer 1. FC Magdeburg an. Los geht es in München am 15. Februar 2021 um 19 Uhr. Ort der Austragung, Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße. Mit 8 Siegen, 9-mal Remis und 6 Niederlagen in 23 Matches steht die Heimmannschaft um Coach Andreas Pummer im Moment mit 33 Zählern auf Tabellenplatz. Die Kicker des Teams 1. FC Magdeburg von Trainer Christian Titz hingegen haben mit 5 Siegen, 6-mal Unentschieden und 11 Niederlagen bis dato 21 Punkte erzielt und finden sich auf Platz 19 der Tabelle wieder. Mit dieser Platzierung muss Magdeburg in der Rückrunde deutlich mehr punkten, wenn sie der Abstiegsgefahr entrinnen. Ohne einen Sieg auswärts wird es eng für das Team von Christian Titz. Mit 8 Siegen in 23 Spielen hat der Gastgeber Türkgücü München bisher die bessere Spielzeit. Da die Herausforderer kein so gutes Siegverhältnis vorweisen können, müssen sie sich nachher wahrscheinlich besonnen. Gepfiffen wird das Spiel von Tom Bauer. Besser wetten, mit Bettet Home. Alle Infos zur Saison 2020 und 21 in Liga. Alle weiteren Informationen zu den Partien der dritten Liga am 24. Spieltag Türkgücü München versus 1. FC Magdeburg heute im Livestream bei Magenta Sport und im Free-TV sehen. Die Partien in der dritten Liga können beim PTV-Service Magenta Sport der Telekom verfolgt werden. Hier sind die 380 Partien der Saison 2020 und 21 live zu sehen. Am Samstag sowie am Dienstag und donnerstags wird außerdem eine Live-Konferenz zu den parallel ausgetragenen Begegnungen angeboten. Doch auch die ARD hat sich die Übertragungsrechte für die Top-Spiele der dritten Liga gesichert. Somit werden im freien TV die dritten Programme mit regionalem Bezug insgesamt 86 Partien der Saison aus ihrer jeweiligen Region live senden. Mindestens 2 Partien pro Spieltag sind auf jeden Fall vor. Die ARD bietet im Internet in ihrer Mediathek zu ihren Sendern einen kostenlosen Live. In der Regel gibt es samstags ab 14 Uhr im MDR mit Sport im Osten eine Partie aus Liga oder der Regionalliga live zu sehen. Zu den Free-TV-Sendern, die Spiele aus der 3. Liga live übertragen, zählen auch der SWR, der BR, der HR, der WDR oder der NDR. Türkgücü München gegen Magdeburg. Tabelle des 24. Spieltages der 3. Liga in der Saison 2020 und 21. Platz Mannschaftsspieles an Touredev.1 SG Dynamo Dresden 22142638 Doppelpunkt 2117442 FC Ingolstadt 04221255311 Doppelpunkt 238413 FC Hansa Rostock 22116534 Doppelpunkt 2311394 TSV 1860 München 2310854 Doppelpunkt 2121385 SV Wehen Wiesbaden 2310840 Doppelpunkt 337386 SC Feld 229764 Doppelpunkt 339371 FC Saarbrücken 229763 Doppelpunkt 305348 Türkgücü München 2389629 Doppelpunkt 281339 SV Waldhof Mannheim 2489735 Doppelpunkt 36133310 Hallescher FC 2388729 Doppelpunkt 35632211 FSV Zwickau 228927 Doppelpunkt 2922912 FC Bayern München E 227730 Doppelpunkt 3002813 SV Metten 228212225 Doppelpunkt 33826141 FC Kaiserslautern 244137 23 Doppelpunkt 29625 KFC Uerdingen 05207671 Doppelpunkt 1922416 FC Viktoria Köln 226610026 Doppelpunkt 37112417 MSV Duisburg 225611127 Doppelpunkt 38112118 SBV GG Unterhaching 24631524 Doppelpunkt 35 bis 1.000.000
FC Magdeburg 225-61119 Doppelpunkt 30-11-21210 VfB Lübeck 225-51224 Doppelpunkt 34-1020 Alle Informationen rund um Fußball und noch weitere Sportnachrichten folgt schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheißen News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zu ruinus.de.